Hallihallo, Hallöchen. Ich begrüße euch mit einem heute etwas anderen Video vom TSW 2. Und zwar mit einer Passagiermitfahrt. Wir steigen hier in den Intercity ein. Da schnell einsteigen, vor die Türen zu gehen. Das war jetzt schon sehr knapp. Genau, wir fahren hier im Intercity 2249 über Dresden-Neustadt-Riesa und das Ganze dann bis nach Köln. Setzen uns mal hier hin. Und ja, ich würde sagen, setzen wir uns erstmal. Worum geht es heute? Heute geht es darum, dass wir erstmal hier als Passagier entspannt mitfahren. Guck mal, wie viele Leute da rauskommen. Wahnsinn. Und wir talken heute ganz, ganz viel über TSW 3. Der Release, der vor nicht allzu langer Zeit jetzt angekündigt wurde. TSW 3, der Nachfolger vom Trainsimul 2, wird erscheinen. Heute geht es darum, ganz, ganz viele Fragen zu beantworten, die in den Kommentaren und sonst wo aufgetaucht sind. Und wir werden darüber reden, was ist das, was gibt es da zu sehen, warum sollte man sich das kaufen, warum sollte man sich das vielleicht nicht kaufen, wer weiß. Was ist darin enthalten, wie sieht es mit meinen Add-ons aus, die ich bisher so hatte, sind die noch dabei, bleiben die? Hallo? Das ist mir jetzt ein bisschen zu nah, sorry. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber... Genau, also wir sprechen ganz viel über den TSW 3. Ich würde mich gerne auf diesen Stuhl setzen, genau. Den TSW 3, wir gehen Fragen durch. Eine halbe Stunde haben wir ungefähr Zeit, bis wir in Riesa angekommen sind. Warum wir nicht abfahren? Da, jetzt gehen die Türen zu. Jetzt fahren wir ab. Und machen es uns gemütlich im Intercity in der Zeit. Ja, Trainsimul 3 wurde angekündigt mit den Strecken Kassel, Würzburg, den Cajon Pass und Southeastern High Speed, London St. Pancras nach Ashford International und Faversham mit der Strecke nach Dartford. So, das ist erstmal sehr viel. Reden wir, ich würde sagen, weil das das Interessanteste ist für die meisten, die hier zugucken, vermutlich reden wir erstmal über Kassel-Würzburg. Kassel-Würzburg ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die 186 Kilometer lang ist und von Kassel nach Würzburg bzw. von Würzburg nach Kassel geht. Geführt über sehr, sehr viele Viadukte und Tunnel. In einer sehr, sehr szenerietechnisch abwechslungsreichen Landschaft. So viel kann man definitiv schon sagen. Als Züge, die da mitgeliefert werden, haben wir als absolutes Highlight und als Neuzugang in unserer Kollektion die Baureihe 401. Also endlich den ICE 1. Den haben sich schon viele sehr, sehr lange gewünscht. Und endlich ist der ICE 1. Das ist aber viel Rauch. Endlich ist der ICE 1 im Spiel. Na, bisschen hakelig hier. Aber gut, das kennen wir hier vorne bei in Richtung Dresden-Neustadt. Das ist ja... Das war ja schon immer so ein bisschen hakelig. Dann haben wir den ICE 3, Baureihe 403. Also der gleiche ICE, den man aus München-Augsburg kennt. Die Baureihe 185.2. in DB-Lackierung. Die Habins-Wagen, die LAAERS-Wagen, die SGGMRSS-Wagen und als Neuzugang die KIJLS-Wagen. Heißt also, wir haben auch einen neuen Typen an Güterwagen, was ich ganz cool finde. Das ist nämlich schon sehr, sehr lange her, als wir das letzte Mal einen neuen Typen an Güterwagen hatten. Und jetzt haben wir endlich mal wieder ein neues Modell. Die anderen Güterwagen sind bisher bekannt. Die Habins-Wagen, das sind die Schiebebandwagen, die LAAERS-Wagen, das sind die, die Autos geladen haben, die Autotransportwagen. Und die SGGMRSS-Wagen sind die Gelenktaschenwagen, wenn mich nicht alles täuscht, wo die Container halt drauf liegen. Außerdem mit dabei die 146.2 mit den Dostos und der Talent 2 Baureihe 442
Und zwar allerdings nur als KI. Herrlich. Sehr, sehr schön. Der Talent 2 als KI, genauso wie die Dostos, das liegt daran, dass die Strecke zwischen Würzburg und Kassel halt eben reine Hochgeschwindigkeits- und damit Fernverkehrsstrecke ist. Beziehungsweise Fernverkehr und in der Nacht dann auch Güterverkehr. Da komme ich jetzt gleich noch drauf zurück, was uns da erwarten wird, vom Fahrplan her. Aber so viel sei gesagt, es gibt keine Regionalzugdienste, die man hier spielen kann im normalen Fahrplan, weil es halt eben keine Regionalzüge gibt in der Realität auf dieser Strecke. Also zwischen Kassel und Würzburg. Es wird einen Zwischenhalt geben für einige der ICEs, nämlich in Fulda. Aber ich glaube, nicht alle ICEs halten da, sondern eben nur einzelne ausgewählte ICEs. Die ICE-Leistungen werden erbracht von der Baureihe 401 und der Baureihe 403. Dabei übernimmt die Baureihe 401 die in der Realität stattfindenden Fahrten, die ebenfalls mit der 401 und der 402 stattfinden. Und der ICE 3 übernimmt die Fahrten, die in Realität hauptsächlich mit dem ICE T und dem ICE 4 stattfinden. Was meiner Meinung nach eigentlich ein ziemlich guter Kompromiss ist. Also kann man so machen. Was da überarbeitet ist, am ICE 1 zumindest, und ich glaube auch, dass das beim ICE 3 implementiert sein könnte, aber das weiß ich nicht. Das ist, dass Bremsdisplay funktioniert. Also, dass man praktisch im Display vorne noch sieht, wie die einzelnen Bremsen funktionieren. Wo lösen gerade im Zug die Bremsen aus? Wo werden sie angezogen? Wie stark sind sie angezogen? Diese Sachen wird es dann tatsächlich auch geben im ICE 1 und mit etwas Glück wurde das auch dann beim ICE 3 mit angefügt. Das kann ich mir gut vorstellen. Am ICE 1 hat unter anderem Mike Goltz gearbeitet, Mike Goltz von Trains in Germany. Wem dieser Name kein Begriff ist, der sei darauf verwiesen, dass die Vossloh G6 als vielleicht beste Lokomotive im TSW bekannt ist und die wurde halt eben von Mike Goltz gemacht, genauso wie die Baureihe 101 und die Intercity-Wagen hier. Auch das ein Produkt von Mike Goltz, wobei die 101 ist ein Produkt von DTG und Mike Goltz hat da mitgearbeitet. So. Und jetzt genauso beim ICE 1 ist halt ein DTG-Produkt, aber Mike Goltz hatte auch seine Finger mit dem Spiel gehabt. Der Fahrplan. Kommen wir zum Fahrplan von Kassel-Würzburg. Der Fahrplan wurde von Lukas und Joe erstellt, zwei absolut begnadete Entwickler. Lukas ist unter anderem bekannt aus dem Train Simulator, hat nämlich die sehr, sehr, sehr erfolgreiche Strecke S-Bahn Frankfurt, glaube ich, gebaut. Oder was? Die Frankfurter U-Bahn? Nee, es war, glaube ich, die Frankfurter S-Bahn. Genau, die hat Joe gebaut, die hat Lukas gebaut. Und die beiden haben jetzt zusammen für Kassel-Würzburg den Fahrplan gebaut. Und dabei hat Lukas die Güterzugfahrten eingebaut. Und zu den Güterzugfahrten lässt sich sagen, die finden halt hauptsächlich ab 22 Uhr statt, zwischen 22 und 6 Uhr. Wie auch eben in Realität, ne? Hauptsächlich in der Nacht. In der Nacht gibt es allerdings auch einzelne Fernverkehrszüge, die dann noch fahren. Unter anderem fahren dann Nightjets. Die Nightjets sind tatsächlich auch im Fahrplan mit drin. Das ist nämlich das erste Mal im TSW, dass wir jetzt in diesem Sinne Nightjets haben. Zwar nicht mit den originalen Nightjet-Wagen, sondern hier mit diesem Intercity-Wagen, in dem wir gerade drin sitzen, mit genau dieser Lackierung. Aber in diesem Sinne sind das halt eigentlich die Nightjet-Services. Und was sehr, sehr cool ist, Joe hat verraten, dass an diesen Intercity-Zügen hintendran auch noch tatsächlich die LAA-IRS-Wagen sind, also die Autotransportwagen. So wie man es eben von Nightjets kennt, ne? Mit Autotransport eben auch. Und die können wir tatsächlich in der Nacht auf der Strecke treffen. Das gefällt mir sehr. Die Fernverkehrszüge, ICE 1 und ICE 3,
sind in diesem Sinne besonders, oder was das Besondere da ist, ist erstens in der Nacht sind die, glaube ich, auch auf 160 limitiert, wie in Realität. Da fahren die, glaube ich, auch nicht schneller als 160 in der Nacht, damit auch unter anderem der Güterverkehr eine Chance hat, da durchzukommen. Und tagsüber ist es so, dass der ICE-1, da wo es eben erlaubt ist, durch die LZB 280 fährt, der ICE-3 aber hauptsächlich 250, glaube ich, denn, und das ist simuliert und das ist einfach sehr, sehr cool, der ICE-1 ist im Vergleich zum ICE-3 ein deutlich schwererer Zug. Aus aerodynamischen und physikalischen Gründen ist es wohl anscheinend eine größere Betriebsgefahr mit dem leichteren Zug, mit dem ICE-3 auf dieser Strecke höhere Geschwindigkeiten auszufahren. Ich gehe mal davon aus, das hat irgendwas mit den Tunneln da zu tun, mit dem Wind auf diesen hohen Viadukten und so, weil der ICE-3 einfach eine leichtere Bauweise hat. Ne, keine schweren Triebköpfe, sondern alles über den kompletten Wagen verteilt. Darf halt dieser Zug, der ICE-3, wahnwitzigerweise nicht so schnell fahren wie der ICE-1 auf der Strecke. Und das ist auch simuliert. Der ICE-3 hat dann, glaube ich, die Vmax von 250, der ICE-1 darf aber tatsächlich die 280 ausfahren. So. Was fällt mir noch ein zu der Strecke? Ich überlege gerade, was ich so in den letzten Tagen an News aufgeschnappt habe von DTG durch die ein oder anderen internen Chats, die man so mitlesen kann. Ja, was auch Teil des TSV 3 sein wird, ist das Training Center. Also man kennt dieses Konzept von Train Simulator, die TS Academy. Und sowas ähnliches haben wir jetzt auch wieder. Also praktisch eine komplett fiktive Umgebung mit Gleisen, wo man alle möglichen Tutorials spielen kann. Also da, wo es halt Sinn ergibt. Keine Hochgeschwindigkeitstutorials, das macht man dann eher auf der Strecke. Aber so dieses, wie starte ich diese Lokomotive, wie starte ich den Zug, wie stelle ich eine Weiche, wie kuppel ich an, all diese Tutorials, die man vielleicht zu Beginn gar nicht so sehr drauf hat, das kann man alles in diesem Trainingscenter machen. Also auch praktisch die vierte Strecke, die da mitgeliefert wird. Bevor ich auf die anderen Strecken noch kurz eingehe, vielleicht auf ein paar andere interessante Fakten, und zwar was für neue Features eigentlich TSW 3 haben wird im Vergleich zum TSW 2. Also das Interessanteste ist vielleicht das dynamische Wetter. Das bedeutet also, mit der Zeit kann sich tatsächlich das Wetter ändern. Was wir haben, ist halt als Mod unsere God-Mode. Ja, ich kann jetzt hier, wenn ich lustig bin, kann ich ein bisschen Bewölkung dazu packen. So, sieht schon ein bisschen schöner aus. Und im TSW 3 passiert das von allein. Aber nicht nur das, sondern unter anderem gibt es dann auch neue Effekte, wie zum Beispiel der Schnee, der ist überarbeitet worden. Der stapelt sich nämlich auf, das ist dann nicht nur so eine reine Textur, sondern so eine wirklich immer größer werdende Figur, wenn man so möchte. Wir haben jetzt Blitze und Gewitter und vor allen Dingen volumetrische Wolken. Das bedeutet 3D-Wolken, keine Texturen mehr, die tatsächlich Schatten ziehen können, die auch richtig beleuchtet werden. Das wird dann insgesamt einfach eine deutlich schönere Stimmung abgeben. Das Wetter wird auch tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie man fährt. Also ne, bei Nässe zum Beispiel weniger Traktion und so, das kennen wir. Die Passagiere werden ihre Kleidung und ihre Accessoires dem Wetter anpassen. Wenn es also regnet und die Passagiere irgendwo drunter laufen, wo es halt nicht überdacht ist, dann holen sie ihre Regenschirme raus, was ich ziemlich cool finde. Was ich sehr, sehr toll finde, ich springe mal in die Außenkamera. Geht das überhaupt? Wir werden... Ne? Ich kann die Kamera nicht bewegen. Hier ist der Stromabnehmer. Und tatsächlich ist das dann so,
Ich weiß nicht, warum ich die Kamera nicht bewegen kann. So, jetzt geht's ein bisschen besser. Tatsächlich ist das so, dass jetzt der Stromabnehmer einen Funkenflug hat. Also, dass wir dann hier tatsächlich Funken sehen werden. Ich habe die Effekte schon gesehen. Und ich kann euch sagen, die sehen wirklich sehr, sehr toll aus. Das ist ein sehr cooles Feature und das gefällt mir extremst. Und es gibt ein neues Menü-Interface, das interessiert vielleicht die einen oder anderen auch. Das lasse ich jetzt mal, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, kann sich ja jeder dann selbst angucken. Sieht auf jeden Fall schöner aus als das bisherige. Was gibt es noch? Es gibt natürlich wie immer den Szenario-Planner, der ist mehr oder weniger so wie bisher. Genauso wie der Livery-Editor, der Creators Club, Dafter Live und ja, die Simulation einer detaillierten Fahrphysik. Wann wird Trains in World 3 das Licht der Welt erblicken? Das wird am 6. September 2022 sein. Auf allen Plattformen, auch auf der PS4 und auf der alten Xbox. Keine Ahnung, welche das ist. Dort gibt es ab dem 6. September TSW 3 zu kaufen bzw. zum Runterladen. Und wer die Standard- oder Deluxe-Edition von TSW 3 pre-ordert, hat tatsächlich 4 Tage vorher einen Zugang zu TSW 3. Also es gibt einen Early Access. TSW 3 ist kein kostenloses Upgrade von TSW 2 zu TSW 3, sondern das Kernupdate ist in diesem Sinne ein bezahltes. Aber es ist ja so, dass man zum Beispiel 3 Strecken bekommt zum Preis von mehr oder weniger von 1 bis 1,5 Strecken. Und im Grunde genommen kann man ja sagen, wenn ich mich für auch nur eine einzige Strecke von TSW 3 interessiere, dann kann ich ja die kaufen. Und dann kriege ich praktisch kostenlos mit dazu das Core-Update, also das TSW-3-Update. So kann man sich das vielleicht besser vorstellen, so vom Preislichen her. Und tatsächlich gibt es da verschiedene Packs. Es gibt da die Deluxe-Edition. Bei der Deluxe-Edition ist die Strecke Cajon Pass, Kassel-Würzburg, Southeastern High Speed und Spirit of Steam mit dabei. Dann gibt es die Standard-Edition, wo Spirit of Steam dann nicht mehr mit dabei ist. Dann gibt es das US, das UK und das deutsche Starter-Pack, wo halt der TSW-3-Kern dabei ist und die jeweilige Strecke, also Kassel-Würzburg oder Cajon Pass oder Southeastern High Speed. Und die kosten dann jeweils nur 36 Euro. Statt der Standard-Edition, das wäre dann praktisch für all die, die vielleicht alle 3 Strecken Interesse haben, die können sich dann gut und gerne die Standard-Edition holen oder die Deluxe-Edition mit Spirit of Steam. Das wäre vielleicht für all die eine gute Auswahl, die halt das erste Mal TSW sich überhaupt kaufen. Die ganzen alten DLCs, die man hat, die werden übernommen. Man muss sich nichts nochmal neu kaufen, sondern ne, hier Dresden-Riesa wird es auch im TSW 3 geben und wer das einmal gekauft hat, muss das nicht noch ein zweites Mal kaufen, sofern man bei der gleichen Hardware bleibt. Also wenn ich jetzt vom PC auf die PlayStation wechsle, dann muss ich mir auf der PlayStation nochmal alles neu kaufen, das ist klar. Aber wenn ich auf dem PC bin und das Ganze über Steam spiele, und dann hole ich mir TSW 3, dann kann ich trotzdem alle alten DLCs immer noch in TSW 3 spielen und kann problemlos TSW 2 deinstallieren. Das brauche ich ja nicht mehr. Also es gibt halt eben, wie gesagt, diese einzelnen Starter-Packs. Wer sich halt nur für die deutsche Strecke interessiert, kann auch nur die kaufen und zahlt dann entsprechend auch weniger. Also das ist möglich. Ich kann mir vorstellen, nicht jeder von euch interessiert sich für die US-amerikanische Strecke. Dann müsst ihr die auch nicht kaufen. Also guckt euch gut dann diese Bundles an, die es gibt, da bevor man dann irgendwie zu viel zahlt oder mehr zahlt, als man oder für etwas zahlt, was man eigentlich gar nicht haben will. Ne? So die englische Strecke, die US-Strecke.
guckt euch an, welche Bundles es gibt. Ich würde euch natürlich empfehlen, wenn ihr das erste Mal überhaupt TSW 3 spielt, ohne vorher TSW 2 gespielt zu haben, dann lohnt sich das Standard- oder das Deluxe-Pack eben sehr gut oder sehr. Und ansonsten halt eben das deutsche Pack. Ich glaube, das wird die meisten am ehesten interessieren. Und es kostet halt einfach fast genauso viel wie einfach nur eine Strecke. Ne? Also Pre-Order ist halt eben auch möglich über Steam, PlayStation, Xbox und Epic. So, dann kommen wir mal ganz kurz auf die anderen beiden Strecken. Die andere Strecke ist Southeastern High Speed, die überarbeitet wurde und ein neuer Streckenast wurde dem Ganzen hinzugefügt. 143 Kilometer jetzt die Strecke, die mit verschiedenen Zügen der Class 39, 5, 37, 5, 9, 4, 6, 5, 9, die Class 66 und die MFA und die JNA Güterwagen. Und dann haben wir noch Cajon Pass, die US-amerikanische Strecke von Barstow nach San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien, glaube ich, mit einer Streckenlänge von 136 Kilometern. Der ES44C4 von BNSF und der SD40-2 von BNSF und verschiedenste Güterwagen mit dazu. Das erste Mal BNSF im Spiel, also praktisch eine neue Lizenz, ein neuer Train Operator. Auch eine kleine Besonderheit, wenn man so möchte. So, wir müssten, glaube ich, in 9 bis 9 Minuten oder so da sein. Wir können ja mal ein bisschen mal rumwandern. Ist ja langweilig, immer auf dem gleichen Platz zu sitzen. Und ich gehe mal in die erste Klasse. So, einmal durch. Hier ist es komisch ruhig. Fast geschafft. Ja. Jetzt wurde ich nach hinten gebeamt. So, nochmal der Wagen. Und da vorne ist die erste Klasse. Nein, nein, nein. Jetzt wäre ich fast wieder rausgebeamt worden. Hier sitzt keiner. Okay, so, erste Klasse, ahoi. So, was kann man noch erzählen? Also, die Leute, die die Xbox One haben und die PlayStation 4, müssen sich keine Sorgen machen. TSW 3 gibt es auch für PS4 und Xbox One. So, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist eine Info, die finden nicht wenige unwichtig. Also, ne, keine Sorge. TSW 2 wird in diesem Sinne nicht mehr weiterhin supported. Das heißt also, es wird zwar noch ein paar Updates geben für TSW 2, wo einzelne Bugs noch gefixt werden, einzelne Fehler, die noch da sind, aber es wird keine neuen DLCs mehr geben für TSW 2. Heißt also, wenn Mike Golds Baureihe 420 rauskommt, dann nur noch für TSW 3. Die Leute, die TSW 2 haben, aber nicht TSW 3, werden nicht die Baureihe 420 kaufen können. Achso, und ein neues Feature von TSW 3 ist übrigens, dass Lok-DLCs nicht mehr streckenabhängig sind. Ne? Die Baureihe 420 kann man jetzt dann auch vermutlich kaufen, sobald sie halt eben raus ist, selbst wenn man nicht München-Augsburg hat, was eine ganz coole Neuerung ist. So. Sofern man einen Dufftain Live-Account hat, dann gibt es tatsächlich. Ist es tatsächlich so, dass das, was man so im Creators Club
runtergeladen hat und hochgeladen hat, Mastery und Railfan Shots, die bleiben weiterhin im Account drin. Was so das Spielprofil angeht, weiß ich es nicht. Also so die Trophäen und alles mögliche, ich glaube, das wird noch selbst, das weiß auch DTG noch nicht so zu 100%, ob die das hinkriegen oder nicht. So, mal gucken, ob ich hier noch mir irgendeine Frage aufgeschrieben habe. Achso, die alten DLCs aus TSW 2 in TSW 3, die werden auch das neue Belichtungssystem haben. Aber ich glaube, das war's. Also das dynamische Wetter und so haben die. Aber keine volumetrischen Wolken und so, sondern bleiben dann mehr oder weniger auf dem Stand, sondern alle Strecken TSW 3 und aufwärts werden halt die volumetrischen Wolken haben und alle anderen Neuerungen, die es so gibt. Und weil auch die Frage manchmal aufgekommen ist, ob TSW 3 irgendwas zu tun hat mit Train Simulator Classic, nein. Die beiden Spiele haben nichts miteinander zu tun. Absolut gar nichts. Ja. Können wir auf die Karte gucken, wo wir sind mittlerweile. Ja, nicht mehr weit. Wir haben es gleich geschafft. Können schon mal unsere Tasche hier packen. Zusammenpacken. Und hier entspannt aus dem Fenster blicken. Schaut an, das Licht ist sogar an. Das ist mittlerweile. Ich liebe es total, hier so raus zu zoomen, wirklich mit der hohen Zoomstärke, wie schön das aussieht, oder? Genau, so viel dazu. Also meine Empfehlung ist, beziehungsweise was ich sagen würde, bevor jemand sagt, das ist so eine Art Scam oder Cash Grab oder so, bin ich absolut nicht der Meinung. Ich glaube, TSW 3 hat wirklich extreme Vorteile. Und vor allen Dingen, man behält ja alles, was man vorher hatte. So, die Sachen, die in TSW 2 sind, bleiben davon unberührt. Man kann ja weiterhin alle Add-ons, die man hat, im TSW 3 spielen. Und kann halt im Grunde genommen nur eine weitere Strecke dazu kaufen und hat dann schon TSW 3. Man muss halt eben nur dieses eine Streckenpack dann kaufen und nicht das gesamte Bundle. Man muss ja nicht das Bundle kaufen mit allen drei Strecken, sondern man kann ja auch nur die deutsche Strecke kaufen. Das geht. Das ist das Germany Bundle, das deutsche Bundle, wie auch immer. Und dann zahlt man mehr oder weniger den ganz normalen Preis, den man eigentlich immer für eine Strecke zahlt. Bei Release, ne, sind ja immer irgendwie so 30, 35 Euro. Und hat dann gleichzeitig aber auch TSW 3. Und alle alten Strecken haben ja auch einen Vorteil davon, weil man ja auch zum Beispiel das dynamische Wetter auf den alten Strecken dann auch hat. So, also. TSW 3 gibt es natürlich hier auch auf dem Kanal. Auch wenn es dazu ein paar, ja, nicht ganz so schöne Neuigkeiten gibt, die ich in baldiger Zukunft irgendwann euch mal mitteilen werde bezüglich der Zukunft des Kanals. Keine Sorge, ich habe nicht vor, den Kanal in irgendeiner Form komplett auf Eis zu legen. Aber es gibt da so ein paar private Änderungen, sodass für eine gewisse Zeit vermutlich erstmal dann keine Videos mehr kommen. Aber es ist nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie schon Tschüss gesagt. Davon bin ich noch weit entfernt und dafür macht mir TSW zu viel Spaß. Dafür macht es mir zu viel Spaß, das Ganze hier zu kommentieren, mich mit euren Kommentaren auseinanderzusetzen. Ich freue mich da immer sehr, wenn mir da irgendjemand einen Kommentar reinschreibt, eine Frage stellt, einfach nur eine Anmerkung. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar für. Selbstverständlich könnt ihr auch zu diesem Video gerne eure Kommentare hier unten da lassen. Ich lese die mir alle durch. Ich versuche da mein Herzchen dran zu machen, um wenigstens zu zeigen, dass ich die Kommentare gelesen habe.
Genau. Also, TSG 3. Bald da. 6. September. Beziehungsweise, wer das Ganze im Pre-Order kauft, ein paar Tage schon früher. Deshalb meine Fragen natürlich an euch. Wie findet ihr so die Strecke Kassel-Würzburg? Findet ihr die cool? Wie findet ihr den ICE? Oh, hier sind Kühe. Wie findet ihr den ICE 1 als neuen Zug? Was sagt ihr zu der Strecke? Was sagt ihr zu TSW 3? Was sagt ihr zum neuen Wettersystem, zum neuen Beleuchtungssystem? Was sind so eure Gedanken dazu? Lasst es mich gerne wissen. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. So, wir sind bald schon da. Jetzt gleich. So, Ausstieg links. Ja, sieht so aus. Oder? Ja. So, der Zug fährt weiter nach Köln. Den lassen wir mal ohne uns mitfahren. Weiterfahren. So, Türen auf. Liebe 101, vielen Dank fürs Mitnehmen, lieber Kollege. Dankeschön. Hier vor diesem alten Wasser, für diese alten Wasserbefüllungsanlage für Dampfloks. Herrliche Lok, oder? Ganz, ganz herrlich. Meine Lieblingslok vielleicht im TSW. Aber klar. Hat ja auch der Mike Golds dran gearbeitet, ne? Gut. Dann, ich hoffe, das war informativ. Und bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.